Was mir besonders gefällt, ist eben im Alltag diesen Unterschied zwischen wirklich komplexer Behinderung und mir so gering wie möglich zu machen. Ja, es ist eine Herausforderung. Man weiß ja nie so, was jeden Tag kommt. Also, die Kinder sind jeden Tag anders drauf und es macht einfach Spaß, sich darauf einzulassen. Man bekommt jede Emotion und Gefühlsregung wieder. Das ist einfach was ganz Wunderbares. Und die Vielfalt hier in Neuaggerode ist einfach einzigartig, gerade wie der Ort zum Leben auch selber. Und ich finde es hier einfach toll. Mein Name ist Svenja Henne. Ich bin derzeit im dritten Ausbildungsjahr zur Heilerziehungspflegerin in der Evangelischen Stiftung Neuaggerode. Und mein drittes Praxisjahr verbringe ich in der Wohngruppe am Lindenplatz 3. Das ist eine Wohngruppe für Menschen mit einer überwiegend leichten geistigen Behinderung, aber auch körperlichen Einschränkungen. Da es möglich ist, jedes Jahr die Praxisstelle zu wechseln, kann man eben da auch schon während der Ausbildung für sich Favoriten raussuchen. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass mich wirklich die Herausforderung mit Menschen mit komplexen und schweren Mehrfachbehinderungen reizt. Ich heiße Benjamin Brune, ich bin 23 Jahre alt und ich mache eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger in der Fachschule der Evangelischen Stiftung Neuaggerode. Ich mag eben diesen intensiven täglichen Kontakt und dieses ganz intensive Miteinanderarbeiten. Also für mich persönlich war wichtig bei der Wahl der Ausbildung, dass ich einen hohen Praxisanteil habe. Und gerade hier in Neuaggerode ist der Vorteil, dass Neuaggerode als eigenes Dorf und ein Ort zum Leben direkt neben der Schule ist. Mein Name ist Angel Gruß und ich bin 24 Jahre alt und lerne zurzeit den Beruf des Heilerziehungspflegers. Ich wollte einfach nochmal die Arbeit mit Kindern vertiefen. Es ist nochmal was komplett anderes, aber doch der gleiche Beruf. Das ist eben auch so das Schöne, dass man eben sich nicht von Anfang an irgendwie festlegen muss. Klar, man entscheidet sich für den Heilerziehungspfleger, aber was man danach letztendlich macht, das kann ja komplett unterschiedlich sein. Hier ist mein Interesse erstmal geweckt worden, so Moment mal, das ist ja doch irgendwie eine sehr besondere Arbeit. Ja, hallo, mein Name ist Gesa Kern. Ich bin 24 Jahre alt und bin jetzt mit meiner Ausbildung fertig zur Heilerziehungspflegerin. In der Schule arbeitet man relativ selbstständig, also man arbeitet viel in Gruppenarbeiten, man macht viele Projekte und dadurch ist man natürlich auch immer wieder gefragt, selber Ideen zu finden und diese halt auch bestmöglich umzusetzen. Was auch wirklich Spaß macht, dass man seine eigenen Fähigkeiten und Interessen auch gut mit in den Arbeitsalltag einbauen kann. Also wenn ich jetzt in meiner Freizeit gerne Gitarre spiele, kann ich das natürlich auch super abends in der Wohngruppe machen. Oder wenn ich ein sehr kreativer Mensch bin, kann ich natürlich auch gut mit den Bürgern zusammen malen oder irgendwas zusammen gestalten. Also das ist echt schon schön. Also was mir persönlich an dem Theaterprojekt im zweiten Schuljahr einfach Spaß macht, ist, dass die Kreativität neben dem eigentlichen Arbeitsbereichen von Pädagogik und Pflege auch sehr stark gefordert wird. Und die Schüler können, so wie ich auch, meine eigenen Ideen gerade in dieses Theaterprojekt mit reinbringen, in Zusammenarbeit mit den Bürgern. Es gibt halt die Möglichkeit, in der Schule sein Praxisjahr zu machen oder vielleicht in einer Werkstatt, in einer Tagesförderung. Ich kann in einer Wohngruppe arbeiten, im Theater oder im Kindergarten. Also da sind die Möglichkeiten einfach sehr vielfältig. Und dadurch kann man natürlich auch die Vielfältigkeit des Berufes sehr gut kennenlernen. Die Herausforderungen im Schulalltag machen halt trotzdem irgendwie Spaß und man kriegt ganz viel nebenbei noch mit, was man in seiner Arbeit nutzen kann. Und ich habe halt den Eindruck, dass das, was ich da mache und besonders das, was ich lerne, dass ich das auch größtenteils anwenden kann. Ja, man wird herausgefordert, man wird auch auf die Probe gestellt. Ja, man arbeitet richtig an sich. Also durch die vielen Reflexionen erfährt man auch immer wieder, was einem besonders gut liegt, was einem vielleicht auch Spaß macht, wo man vielleicht ein gutes Händchen drin hat, aber auch, wo man vielleicht noch dran arbeiten könnte. Und wenn man da 3 Jahre lang dran rumfeilt, habe ich das Gefühl, kommt was Tolles bei raus. Ja, der Mensch steht im Mittelpunkt der Arbeit. Und das macht halt besonders viel Spaß, dieses Beziehungen aufbauen, Beziehungen pflegen. Also ich habe für mich hier sehr viel mitgenommen in meiner Praxisstelle und auch ich hoffe, dass es weiterhin so wird. Und ja, ich möchte auf jeden Fall hier in Neuaggerode bleiben. Also ich gehe da auch mal kaputt raus und möchte am nächsten Morgen nicht um 6:30 wieder da sein. Aber
wenn ich dann erst da bin, ist es meistens wieder gut. Ne? Da will ich hin. Da gehe ich in die Praxis und da lerne ich auch was. Und ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Ja, die Ausbildung ist ja jetzt bald zu Ende. Und ich habe mich bisher sehr gut eingelebt hier im Dorf. Ich finde es hier echt sehr bunt und sehr schön. Und ich freue mich jetzt darauf, dass das Arbeitsleben losgeht. Und bisher sehen die Chancen auch ganz gut aus, dass ich hier in Neuerkrode bleibe.